So sisters and so brothers. Herzlich willkommen im Kitchen Club. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Was habe ich für euch? Natürlich feinstes Soul Food. Heute inspiriert von einem Erlebnis, was ich in den letzten Monaten hatte. Ich war nämlich zum allerersten Mal in meinem Leben in Venedig. Bin natürlich schön in diesem Boot gefahren. Und dann hat man mir von Harry's Bar erzählt. Die Müllers der 50er Jahre. Die berühmte Harry's Bar, benannt nach einem Amerikaner. Und ein sehr, sehr bekanntes Gericht stammt eben aus dieser Bar, Carpaccio. Das Carpaccio, vielleicht das Original Carpaccio. Und viele glauben ja immer, Carpaccio, das ist wirklich so ein Filet, was eingefroren wird. Aber eigentlich macht man das wirklich aus rohem Fleisch. Und genau das zeige ich euch jetzt. Das Filet schneiden wir uns erstmal hauchdünn. Vorsichtig plattieren. Denkt an einen unliebsamen Nachbarn. Ich habe das Gefühl, wir haben die richtige Stärke schon erreicht. Es geht darum, wirklich das Fleisch schön hauchdünn hinzubekommen. Schöne gleichmäßige Scheiben. Schauen, dass sie nicht zu sehr überlappen. Und ihr seht schon die Farbe hier, rot und weiß. Momentan noch weiß vom Teller. Gleich weiß von einer Mayonnaise, die wir dazu machen. Denn das Gericht ist so entstanden, dass der Italiener, der Harry's Bar betrieben hat, für eine Gräfin kochen musste. Und diese Gräfin hat kein gekochtes Fleisch vertragen. Das heißt, er musste ein Gericht erfinden für sie, wo rohes Fleisch drin war. Kurz zuvor war er wohl auf einer Ausstellung eines italienischen Malers namens Carpaccio. Und der hat bevorzugt eben mit den Farben Rot und Weiß gearbeitet. Und laut dieser Geschichte ist eben so dieses Gericht Carpaccio mit einer Zitronenmayonnaise entstanden. Genau das machen wir jetzt. Also zwei, drei Scheiben noch. Das ist für euch. Was wir jetzt brauchen, ist die Mayonnaise, von der ich gerade gesprochen habe. Pinienkerne finde ich wunderschön, damit hat man einfach nochmal schönen Knack, einen schönen Crunch. Einfach in der Pfanne ein bisschen rösten. Die Restwärme der Pfanne reicht schon aus. Und dann gehen wir an unsere Mayonnaise. Ein Ei. Und heute gebe ich ein bisschen Olivenöl in die Mayonnaise, um sie einfach ein bisschen mediterraner zu halten. Öl rein, direkt ein bisschen Salz, Pfeffer und dann zieht ihr das Ganze hoch. Perfekt. Und damit wir eben in diesem typischen Carpaccio-Geschmacksbild bleiben, geben wir noch ein bisschen Zitrone rein. Ich nehme mir Limetten, weil ich Limetten lieber mag. Die Säure, die sehr schön ist in der Mayonnaise. Noch einmal mixen. Gute Gelegenheit mal zu probieren. Die Säure ist richtig schön, die kommt richtig gut durch. Die Mayonnaise, die füllen wir uns jetzt ab. Dafür nehme ich einfach ein bisschen Backpapier, ein Dreieck schneiden. Und jetzt bauen wir uns eine kleine Tüte. Nein, nicht so eine Tüte, was ihr jetzt denkt. Sondern eine Tüte, in der wir die Mayonnaise abfüllen. Dafür schneidet man sich so ein Dreieck, hält die Hand auf die Mitte des Dreiecks, faltet da einmal um und rollt dann zusammen. Wir brauchen hier natürlich eine Spitze, deshalb muss man sich das dann nochmal so ein bisschen zurechtziehen. Ja, da kann man das so ein bisschen hochziehen. Hier schlagen wir um, dann können wir uns die Mayonnaise abfüllen. Schönes Ding. Ja, macht die Tüte nicht zu voll, müsste eigentlich schon reichen. Hier ist die Naht, auf der gegenüberliegenden Seite schlage ich ein. Dann bekommen wir nämlich hier wieder Spannung auf die Naht. Und dann wird das Ganze einfach nur eingedreht, aufschneiden hier unten. Und schon habe ich meine Mayonnaise hier schön im Vergleich. Dann brauchen wir ein bisschen Marinade. Ich finde, es muss gewürzt werden. Dafür brauchen wir gar nicht viel. Eine Limette nochmal. Ich nehme noch ein bisschen Rucola, Balsamico, noch mehr Olivenöl. Starten wir erstmal mit Balsamico aus Modena und Olivenöl. Man muss hier jetzt auch wirklich gar nicht so ein richtiges Dressing, Vinaigrette machen. Das ist wirklich eher so diese italienische Geschichte, wo man Essig und Öl zusammenmischt, Salz, Pfeffer drauf. Das muss auch gar keine richtig homogene Masse sein. Bisschen Zucker geben wir hier dazu. Damit können wir schon mal unseren Rucola marinieren. Damit er eben noch schön fresh bleibt. Dann gebe ich noch mal ein bisschen mehr Öl dazu. Würze mein Carpaccio so ein bisschen. Und gebe dann noch von der Vinaigrette drauf. Wichtig ist, dass das Ganze hier einen richtig schönen Glanz bekommt, schön saftig bleibt. Malt hier ein Koch oder kocht hier ein Maler. Das darf ruhig ein bisschen üppiger sein. Also da darf ruhig wirklich ein schöner Vinaigrette-Film drauf sein. Ich habe gerade schon von Säure gesprochen. Ich werde mir hier noch so kleine Limettenfilets klar machen. So, und dann machen wir jetzt einen auf Carpaccio, also den Maler Carpaccio. Wir holen uns unsere Tüte mit der Mayonnaise und gehen hier wirklich schön drüber. Dann unsere Filets. Die legen wir uns einfach hier so schön locker drauf. So, dann unseren Crunch auch hier schön verteilen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Gräfin kommt gleich vorbei. Zu guter Letzt Rucola. Den setzen wir jetzt hier wirklich schön locker drauf. Gerne ein bisschen Höhe geben lassen.
Sehr schön. Da kommt bei mir schon wieder so ein Gastfreundschaftsgefühl raus. Ich weiß nicht, was die Italiener wirklich beherrschen, ist dieses Gastgebertum. Das machen die ja so unfassbar gut. Ich finde auch, die nehmen es einfach locker. Die machen es gut, gute Zutaten, gute Produkte. Und ich finde, da kann man sich richtig gut was abschauen, was Soulfood angeht. Und eins lieben sie auf jeden Fall, das ist ihr Parmesan. Und den gibt es hier zu guter Letzt natürlich auch noch drüber. Schön so dünne, grobe Schnitze. Und ich finde, so eine Platte, die ziert jedes Buffet oder die kann man immer wunderbar als Vorspeise servieren. Das ist mein Carpaccio Harry's Bar Style. Easygoing, Limette, Zitronenmayonnaise, Rucola, Pinienkerne, ein gutes Fleisch, ein guter Balsamico, ein gutes Olivenöl. Unser Olivenöl aus Müllers ist im Übrigen ein sehr gutes Olivenöl. Und apropos Müllers, heute habe ich auch mal mein erstes Müllers T-Shirt an. Also all das gibt es natürlich bei mir auch im Shop zu kaufen. So, jetzt genug der Werbung, beziehungsweise ein bisschen Werbung muss ich noch machen. Ich muss ja noch probieren. Das kennt ihr ja. Und ich glaube, das wird die beste Werbung sein. Also, Carpaccio. Wie sagt Bernd Stelter so schön, ich bin überrascht, aber nicht unvorbereitet. So geil, ein einfaches, aber doch so leckeres Gericht. Jetzt weiß ich, warum die Gäste das immer bestellen. Kocht mehr italienische, mediterrane Küche, la dolce vita, sagt man ja auch. Ich mache das auch deshalb so gerne, weil ich mich meine Ausbildung schon darin verliebt habe. Da hat nämlich mein Lehrmeister schon italienisch gekocht, auf Sylt lustigerweise. Wir haben damit aber sogar einen Michelin-Stern geholt. Wir haben alles selber gemacht, vom Brot bis zu den italienischen Pralinen, Gnocchi, Ravioli, alles selber gemacht. Bis heute ist diese Liebe nie verglüht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, passt auf euch auf, esst gut, macht Carpaccio, abonniert meinen Kanal, schreibt in die Comments. Bis zum nächsten Mal, euer Nelson Müller.